Musik, ey. Okay, Leute, es tut mir leid. Nee, komm. Das ist doch scheiße. Geht doch! Mann, ich komme nicht klar. Es ist alles genau wie damals. Oh nein. Bitte nicht. Sorry. Ist zu spät. Oh ja, zeig's ihn. Lebenslange Übung. Du bist dran. Go for it! Yes, man! Du hast kein Beat verpasst! Ach, warte kurz. Ja! Hey, Mac. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mac. Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Oh, oh. Sag mir, warum ihr nicht die Fresse einschalten solltet. Nein, nicht hier, nicht hier! Es gibt keinen Grund mehr. Du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich dir! Alter, was geht ab? Alex, hör auf! Stopp, Alex! Gabe, ich wollte nicht. Ist schon okay. Deine Schwester ist echt gestört. Wieso ist sie gestört, wenn du auf ihn losgehst? Hallo? Es tut mir so leid. Alles gut. Gabe, Alex, warte. Ist okay.
Meine Schicht fängt gleich an. Super. Alter, was? Warum? Der hat aber ordentlich einen auf die Mütze gekriegt. Ja, ich bin sogar verdient, hallo? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Das ist heftig. Am besten packe ich erstmal aus. Also, ganz ehrlich. Ich entscheide mich zu glauben, dass es dann nicht um mich geht. Ja, ich kann sehen, warum Gabe so gut hierher passt. Das ist total bestimmt nicht mit dir, Junge. Es gibt nichts gratis. Zu spät, steht schon im Internet. Gratis betrinken, versuch's nur. Ich kann bestätigen, Alex ist super. Ich kann nicht bestätigen, wie sie so super geworden ist und du so. Du, ist eine Anlage-Umweltsache. Freiwillige gesucht für das diesjährige Frühlingsfest. Die Anmeldung ist rechts bei den Neven. Kommt vorbei und seht, welche Rolle noch sorgen wir für ein weiteres großartiges Fest. So, SMS. Hey Alex, Steph hier. Tut mir leid, dass ich wie eine Verrückte raustreten musste. Freue mich darauf, dich heute Abend in der Laterne richtig kennenzulernen. Gleichfalls. Hey Alex, Ryan hier. Woher kriegen die alle ihre Nummer? Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Stalker. Es war wirklich nett, dich im Plattenladen kennenzulernen. Freue mich darauf, später mehr zu reden. Hat mich auch gefreut. Klingt gut. Okay. Erinnerungen? Pack deine Tasche aus. Okay. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das war ja, Gabe scheint gut hierher zu passen. Ich finde ja, weißt du, dieser Mac kommt reingestürmt, ist total sauer, weil er denkt, dass Gabe mit seiner Freundin vögelt. Ne, zu meinen erste falsche Unterstellung und so, weil er halt total eifersüchtig ist oder einfach einen Knall hat. Dann, keine Ahnung, fängt er an, Gabe zusammenzuschlagen. Und dann sagt er, weil er jetzt von Alex verprügelt wurde, dass sie gestört ist. Also, ne? Das ist einfach... Oh, Krise. Weißt du, solche Kerle sind mir ja die Liebsten, ne? Weißt du, der ist jetzt beleidigt, weil ein Mädchen ihn verdroschen hat. Alter, ey. Boah. Unsympathisch hoch 10. Immer mitten in die Fresse rein. Ey, der hatte es doch verdient. Oder sehe ich das falsch? Sorry. Oh Mann. Gabe hat immer gewonnen. Der Arsch. Aber wir gucken uns das mal ganz genau um hier. Okay. Wie hat er die hier hochbekommen? Ja, das frage ich mich auch. Wollen wir auch mal spielen? Oh mein Gott, muss ich das jetzt... Oh nein, muss ich das selber spielen? Nein, wie cool! Oh nein! Nein! Oh, wie cool! Okay.
Scheiße. Ich hab voll verschissen! Game im Game, ey. Das gefällt mir. Das finde ich nice. Nein! Oh Mann! Highscore knacken easy. Ja, nicht so easy. Ich brauche das andere Ding. Die letzte Münze, yeah! Ich habe sonst keine Probleme. Und ihr? Ha! No! No! Nein, komm schon! Oh. Ich bin nicht mal ansatzweise da dran gekommen. Jetzt bin ich deprimiert. Ist okay. Scheint, als hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Gabe Chen, 11. Main Street, Floor 2, Heaven Springs, Colorado, 81623, USA. Gabe, ich habe deinen Brief gestern erhalten. Mir geht es blendend. Falls du je einen Neustart brauchst, komm hier runter, denn... Heiliger Stroh sagt, das Essen ist großartig und die Drinks noch besser. Ich werde es nie überdrüssig zu hören, wie gut es für dich läuft. Manchmal denke ich an unser erstes Treffen in der Jugendstrafanstalt. Ja. Sicher, du hast mir dreimal gesagt, ich soll mich verpissen, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der jedem meiner Worte so genau zugehört hat. Ich wusste da schon, dass du mit allem zurechtkommst. Der Punkt ist, du warst der beste Junge, für den ich je Mentor war. Vergiss das nicht. Lass mich wissen, wie es mit Alex läuft. Hoffentlich findest du sie. Mit Liebe, Len. Ist was, Schatz? Kannst du dich ruhig da hinsetzen? Was denn? Ja, da ist Garfield. Cool. Ja, der guckt Miraculous. Katzen lieben Fernsehen. Gabe wollte schon immer so ein Fahrrad. Ich hatte früher auch ein Fahrrad, aber ich muss gestehen, ja. Oha. Alex, soll ich mir das wirklich ansehen? Oh, oh, jetzt kommt's. Dunkle Geheimnisse kommen ans Licht. Was? Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. Ministerium für Soziale Dienste von Oregon, Amt für Kindeswohl, Bezirk Multnomah, Loretta Vaines, Programmleiterin, Unterbringung und Wohlfahrt. Ort kann nicht preisgegeben werden. Versuchen Sie es bei der Direktorin. Amy unter bla bla bla. Alex wurde in einem Gruppenheim im Bereich Portland untergebracht. Okay. Anita und Eduardo. Mann, die gehörten zu den Guten. An Gabe Chen von Anita Morales. Reh, suche nach meiner Schwester. Hallo Gabe, Eduardo und ich freuen uns sehr von dir zu hören. Wir sind froh, dass es nach all diesen Jahren so gut für dich läuft. Colorado ist sehr weit weg. Leider war es schwierig, weiter mit Alex zu reden, nachdem sie im System war und wir wissen nicht, wo sie jetzt lebt.
Hier ist die Telefonnummer der Agentur. Vielleicht können Sie helfen. Oregon, Jugendschutzamt, bla bla bla. Leitung nur am dritten Mittwoch jeden Monat verfügbar. Versuch soziale Dienste, Kindeswohl. Wir wünschen dir viel Glück dabei, sie zu finden. Alles Liebe, die Morales. Okay? Wow. Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. Nö, ist ein Kerl. Automatische Voicemail, nochmal. Durchgekommen, nicht sie. Alte Nummer, jetzt ein Kerl namens Adam. Nein. Wow, der sucht jetzt schon sehr lange nach seiner Schwester. Finde ich gut. Ist doch nice. Er wollte sie halt unbedingt wiedersehen. Sie zu sich holen. Ist doch... Boah. Also haben Gabe und Riley an ihrem Bewerbungsgespräch gearbeitet und Mac dachte, die beiden schlafen miteinander? Das ist so dumm. Colorado Institut für Technologie. Frau Lethe, ihre Bewerbung für die Programmierungsstartplattform im Sommer 2019 von CIT wurde begutachtet und wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie zu den Gesprächen weitergekommen sind. Das Zulassungsamt wird Sie in den nächsten Tagen kontaktieren, um einen Termin für Ihr Gespräch festzulegen. Glückwunsch und viel Erfolg. Gabe, es ist passiert. Bitte, 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 hilf mir bei der Vorbereitung, Riley. Oh. Riley, hör mir doch zu. Seine Geschichte stimmt nicht. Der steht auf dich. Schatz, er hilft mir nur bei der College-Bewerbung. Wusstest du schon, dass Typen manchmal auch einfach nett sein können, ohne etwas dafür zu erwarten? Ein Schulabbrecher, ein Typ, der im verfluchten Jugendknast gesessen hat, will dein Lernkumpel sein? Weil er so ein großes Herz hat, oder was? Oh mein Gott, Mac, wir sind nur Freunde. Zwischen Gabe und mir läuft nichts. Wow. Wow. Alter, wie eifersüchtig willst du sein, Mac? Ja. Was für eine Ehre, die Schwester des Zweitplatzierten des großen Gummientenrennens zu sein. Haven Springs Fahrradtour 2016, zweiter Platz, Gummientenrennen. Oh Gott, wie süß. Dieser Sarkasmus bei ihr, ne? Oh, ich mag Alex total. Die hat's richtig drauf. Ist das ein Schwert? Eigentlich ist das, obwohl doch, ja, das ist ein Labschwert. Damit kennt Schatz sich aus. Hm. Als ich die damals gelesen habe, war der Artstyle noch anders. Idol Comics, Ausgabe 2, 250, Son of Lead. Lead. Ist bestimmt von Ethan. Wie oft der Gabe wohl gezwungen hat, das zu spielen. Das ist wie Mario Kart, nur mit Dinosauriern. I love it. Warte, was? Ist das ein echtes, totes Reh? Okay, Gabe. Jetzt wirst du gruselig. Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Oh, krass. Sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen. Die großzügige Umarmung, verantwortungsbewusste Erziehung eines unabhängigen Kindes. Annabelle Leitmann, bla bla bla. Kapitel 4 ist am wichtigsten. Besprechen wir es mit etwas Wein. Ich liebe dich, C. Okay. Wow. Sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Wenigstens habe ich mich vor ihm und Steph zusammengerissen. Ja, ja. Live auf Sendung vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? Ja, nice. Ich finde so Kühlschrankmagneten sind immer richtig nice. Ich liebe Kühlschrankmagneten. Ich habe auch so viele. Ich müsste mal wieder welche kaufen, tatsächlich. Ich freue mich wirklich für dich, Gabe. Na. Charlotte hat die gemacht? Gabe hat gesagt, sie sei Künstlerin, aber mir war nicht klar, dass er das als Beruf meinte. Ich könnte nie von mir preisgeben. Wow, die Skulptur sieht richtig, richtig geil aus. Leute. Leute. Er sieht ja mal richtig... Boah, Hammer. Das glaube ich ja nicht. Gabe hat das Foto auch? Sieh dir unsere Eltern an. Mama ist gesund. Und Dad... Noch kein völliges Arschloch.
Okay. Ah, wir können uns umziehen.